am Sonntag ist kaum ein Gesprächsthema bei den jungen Leuten. Viele sagen, sie werden sowieso nicht erleben, wie sich die neue Regierung schlägt, denn ihre Zukunft sehen sie im Ausland. Allein in den vergangenen 4 Jahren haben fast 500.000 Menschen Portugal verlassen. Wir möchten und hoffen natürlich, dass es unserem Land besser geht und wir eine Chance haben, Arbeit zu finden. Ich würde gern bleiben, aber es gibt hier einfach keine Perspektive. Ich befürchte, ich muss ins Ausland gehen. Während sich junge Portugiesen von ihrem Land gedanklich schon verabschiedet haben, sind viele Großeltern ein Garant, dass ganze Familien bleiben können. Mit ihrer Rente unterstützen sie Verwandte, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Finanziell könnte ich eigentlich besser dastehen, aber mir geht es so wie vielen Großmüttern. Neben den Rentenkürzungen müssen wir auch unseren arbeitslosen Kindern helfen. Die Regierung sagt, die Zukunft wird besser. Schließlich habe das Land die Rezession hinter sich gelassen. In diesem Jahr wird die Wirtschaft wohl um 1,6% wachsen. Doch angekommen ist der Aufschwung bei vielen noch nicht. Die Arbeitslosenquote liegt offiziell bei 12%. Jeder 5. Portugiese lebt am Rand der Armut.